Oliver Zarpe, neuer Trainer von Fortuna Köln, seit gestern im Amt und heute direkt so einen Pokalfight erlebt. Wie bewerten Sie Ihren Einstand? Ja, davon träumt man ja. Hierher zu kommen und einer Mannschaft innerhalb kürzester Zeit Flügel zu verleihen. Und ich fand schon, dass man das heute auch ein bisschen gesehen hat. Die hat ein Gesicht gezeigt, was wir lange von ihr nicht gesehen haben. Das wurde auch honoriert von unseren fantastischen Fans heute. Ich glaube, der Funke ist direkt rübergesprungen in dem Spiel. Da mussten wir gar nicht lange darauf warten, dass das passiert. Und wenn man so verabschiedet wird, ich glaube, das sagt einiges aus. Ihre Mannschaft war natürlich erwartungsgemäß spielbestimmend, hat aber lange Zeit es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu bringen. Wie haben Sie insgesamt die Leistung des Teams gesehen? Ich fand uns gut. Ich fand uns in der gesamten Spielanlage richtig überzeugend, sonst hätten wir uns auch nicht so viele Torchancen erspielt. Ich fand vor allen Dingen richtig gut, wie sie damit umgegangen ist, dass sie die Chancen nicht genutzt hat und dass zwei Elfmeter gegen uns nicht gegeben wurden. Das sind Aktionen, die uns weiterbringen werden, auch in der Zukunft, weil das immer wieder passieren kann. Aber insgesamt fand ich, haben wir heute in allen Bereichen komplett überzeugt. Nun stehen Sie ja im Endspiel. Welche Bedeutung hätte ein Pokalsieg für den Verein Fortuna Köln? Ich glaube, genau die Bedeutung, wie es für jede andere Mannschaft auch hat, die im Finale steht, das ist schon eine ganz, ganz große Nummer für uns. Und wir geben alles dafür, dass wir in die erste Hauptrunde einziehen. Auch aus wirtschaftlichen Gründen ist das für uns ja von Bedeutung. Insofern werden wir alles dafür tun, das Ding auch nach Hause zu holen. Nun ging der Trainerwechsel ja relativ schnell über die Bühne. Können Sie uns vielleicht kurz erläutern, warum Sie sich dafür entschieden haben, Trainer beim Südstadtclub zu werden? Also zunächst mal ist das für Außenstehende sicherlich richtig, dass das eine Kurzschlussaktion war, aber im Grunde genommen war die schon seit längerer Zeit vorbereitet. Gar nicht mal so, dass man das beabsichtigt hat, aber der Kontakt zum Verein bestand einfach schon seit längerer Zeit und da gab es auch zwischenzeitlich immer wieder Berührungspunkte. Insofern waren beide Seiten richtig gut präpariert und wussten, was sie aneinander haben. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel dafür, dass das auch heute schon so ausgesehen hat. Für mich war entscheidend, dass mir der Verein vermittelt hat, dass ich auch wirklich derjenige bin, der diese letzte Patrone im Lauf sein kann und vielleicht sogar der Einzige auch im Moment ist, der ihnen da helfen kann. Und es gibt einfach Momente, da muss man sich als Trainer auch mal komplett hinten anstellen und das habe ich gespürt. Mir war das wichtig, einem Verein zu helfen, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, aufgrund seines besonderen Charakters, aufgrund seiner Fangeschichte. Ich finde das überzeugend, was man mir da vorgeschlagen hat. Und dementsprechend hatte ich auch überhaupt keine Zweifel, dass ich dieses Amt übernehme, sondern ich war von Anfang an Feuer und Flamme. Sie haben es schon angesprochen, die Lage ist ernst. 4 Spiele bleiben, um den Klassenerhalt in der dritten Liga zu schaffen. Wie schätzen Sie die Chancen darauf ein? Ich glaube, dass wir heute ein Gradmesser haben, den wir auch bewerten können und wo wir feststellen können, wo wir uns gerade befinden. Die Chancen sind gegeben, die sind realistisch. Wir haben 4 Spiele gegen Mannschaften, gegen die wir gewinnen können und dementsprechend werden wir natürlich versuchen, die maximale Punktzahl auch zu erreichen. Noch haben wir es auf dem eigenen Fuß und ich glaube, wenn wir so zusammenstehen, wie wir heute auf und abseits des Platzes zusammenstehen, dann haben wir richtig gute Chancen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.